Bei SK Gaming damals, wir hatten auch ein Sportprogramm manchmal am Morgen, was gut war, einfach um den Körper so richtig zu entlasten und das ganze, die ganze Endorphine zu releasen quasi. Und dann bist du halt in Solo-Queue gestartet. Okay. Und warst erstmal richtig groggy. Und die ersten 5 Spiele konntest du dich aber extrem gut konzentrieren, weil dein Hirn hat sich richtig frei angefühlt, weißt du? Ich bin Marc, aka Kane Behrendt. Ich bin jetzt 21 Jahre alt und bin jetzt seit über 2 Jahren schon im E-Sports. Ich habe damals mal über die Schulter von meinem Bruder geschaut, was der so gemacht hatte in seiner Jugend. Und ich war so 10 bis 11 oder 8, glaube ich, wo ich angefangen habe. Habe immer so zugeguckt, wie er so Nunu gespielt hat und sowas. Also der ganz alte Nunu. Und meinte dann, okay, das Spiel sieht cool aus. Dann wurde mir ein Laptop gekauft von meinen Eltern. Und da habe ich dann immer so drauf angefangen zu spielen. Also anfangs habe ich mit Warcraft 3. Ja. Und habe dann immer Custom Games und sowas gespielt und dann halt zu League of Legends gewechselt. Also bei mir ist es immer so mit Vorbildern, eigentlich sind alle ein Vorbild, die so extrem hohes Mindset und, weiß nicht, schlau denken in dem Spiel. Und da habe ich mir so ausgedacht, also Canyon habe ich mir oft angeschaut, so vom Playstyle her, wie der so spielt, der spielt halt anders als der gewöhnliche Jungler. Ja. Weißt du? Und deswegen ist Canyon eigentlich mein Vorbild gewesen, weil der smart spielt und, weiß nicht, der intet halt einfach nicht. Meine Stärken sind auf jeden Fall, dass ich ein guter Leiter bin, also ich kann ein gutes Team zusammenhalten. Ja. Ich bin in der Lage, die Leute sehr gut einzeln einzuschätzen. Also ich weiß ganz genau, was jeder so braucht, um halt anzukommen. Und ich weiß einfach, also ich bin ein sehr guter Mensch, so vor allem. Ich bin sehr ambitioniert, was ich so mache. Wenn ich was mache, dann mache ich es meistens richtig oder halt gar nicht, genau. Da bin ich ein bisschen fauler in der Hinsicht. Das muss immer so, der Moment muss immer sein, also ich muss es wirklich mögen, was ich mache und dann stehe ich auch voll dahinter und dann habe ich auch voll Bock drauf.